Herzlich willkommen bei Holz, Natur und Garten. Ich bin der Thomas und ich möchte euch heute ein klein wenig über Hochbeete erzählen, denn es passt gerade hier in der Naturkita Hahnheimer Knöpfe, besser gesagt im Garten der Naturkita Hahnheimer Knöpfe, möchten wir eine kleine Neuorganisation starten und dafür auch 4 Hochbeete vorsehen. Nicht nur vorsehen, wir haben sie bereits gebaut, wie ihr seht, aber wie das Ganze vonstatten ging und warum man sowas überhaupt macht, für was Hochbeete geeignet sind, auf was man vielleicht achten sollte. Das möchte ich heute jetzt noch ein kleines bisschen erklären. Also, wenn ihr Spaß dran habt und sowas auch vorhabt, schaut gerne zu, kommt mit, ich zeig's euch. Also, viel Spaß! Für was sind Hochbeete eigentlich gut? Warum habe ich Hochbeete? Nun ja, in unserem Fall ist das Beet auf Kinderhöhe zugeschnitten, damit die Kiddies hier in der Naturkita ordentlich an den Beeten arbeiten können und pflanzen können. Jeder sollte natürlich bei der Anlage von seinem Hochbeet auch ein bisschen an die Ergonomie denken und wenn er es auf eine vernünftige Arbeitshöhe bringen will, gut und gerne irgendwo auf 60 bis 70 cm etwa bringen. Ihr könnt euch die Hochbeete aus Baudielen anfertigen. Solche Baudielen bekommt ihr im Baumarkt. Könnt sie dort auch direkt zuschneiden lassen, dann habt ihr die Sägearbeit nicht, auch wenn ihr entsprechend ja, jetzt nicht so gut ausgestattet seid und das zu Hause machen könnt, dann ist das vielleicht eine sehr gute Erleichterung für euch. Unsere Baudielen haben wir günstig erstanden. Sie hatten schon eine Länge von etwa 2,80 Meter, ein kleines bisschen mehr, was uns relativ schnell zu dem Entschluss gebracht hat, unsere Beete direkt auf 2 Meter mal 80 cm anzufertigen. So haben wir die Innenteile, also die Stirnwände, auf 80 cm gesägt und den Rest auf 2 Meter insgesamt gebracht. 2 Lagen übereinander mit einem Eckpfosten jeweils von innen verbunden, damit die Lagen, die Rahmenteile insgesamt nicht zueinander verrutschen können und das Ganze etwas einfacher zu handeln ist und stabiler steht. Zieht euch auf den Holzdielen eine kleine Hilfslinie mit dem Bleistift, damit ihr die Schrauben halbwegs mittig in die Stirnseiten der Seitenbretter einschrauben könnt. Habt ihr einen Akkubohrschrauber zur Hand, dann könnt ihr gerne die Schraubenlöcher vorbohren, durch die ihr verschraubt, damit euch die Bretter an den Enden nicht aufreißen. So. Die neuen 4 Wände stehen. Wir haben jetzt hier schon die Noppenbahn angebracht zum Feuchtigkeitsschutz der Holzwände und wir haben hier unten ein Hasendraht eingearbeitet. Den haben wir vorher an der Wand hier unten befestigt. Dann habe ich die Noppenbahn oben drüber gelegt, sodass hier für Wühlmäuse keine Chance besteht, von unten in das Hochbeet einzudringen. Was euch natürlich nicht davor rettet, wenn eine Maus klettern kann und von oben in das Hochbeet eindringt. Also für den Fall, dass Mäuse in eurem Hochbeet hausen, dass ihr Mäuselöcher entdeckt, kann es immer noch sein, dass eine ganz normale Waldmaus, Hausmaus, Feldmaus über den Rand heraufgeklettert ist und dann ihr Unwesen trotzdem treibt. Aber die gefräßige Wühlmaus hat auf jeden Fall keine Chance, von unten in euer Hochbeet mit eurer wertvollen Frucht später mal einzusteigen und dieser zu nahe zu kommen. So, unsere 4 Hochbeete sind nun fertig aufgebaut. Aber für was brauche ich eigentlich ein Hochbeet? Also wenn ich ein Hochbeet nach Lehrbuch aufbaue, mit Grünschnitt, Ästen, grobem Material, feiner werdendem Material und meiner letzten Humus-Erdschicht als eigentliche Pflanzschicht, habe ich natürlich die Möglichkeit, Grünschnitt und Äste, alles was im Garten anfällt, mal eben in so einem frisch angelegten Hochbeet loszuwerden. Das Material dient dann als Drainage, damit hier die Feuchtigkeit durch Regen, durch zu starkes Gießen direkt absickern kann und hier oben immer in der oberen Schicht immer ein halbwegs gleichmäßiges Feuchtigkeitsklima herrscht. Die Hochbeete wärmen sich auch schneller auf in der Sonne gegenüber der Pflanzung direkt am Boden. Wenn man zum Beispiel Paprikas zieht oder ähnliches, das gedeiht in so einem Hochbeet oder auch schon in einem Holzrahmen. Wenn ihr euch für die niedrige Variante entscheidet und rahmt euer Beet nur ein mit einem Rahmen, der hoch genug ist, dann strahlt das Holz schon so viel Wärme ab, dass Paprikapflanzen beispielsweise viel schneller und viel besser gedeihen, meiner Meinung nach, als auf dem nackten Boden. Aber auch das je nach Klimazone, wo man eben gerade wohnt und anbaut. In unserem Fall denken wir aber an die Kinder. Ja, Kinder sollen eine vernünftige Arbeitshöhe haben, in denen sie an den Hochbeeten arbeiten können, das Ganze beobachten können und mit Pflanzen quasi auf Augenhöhe sind. Die Kinder sollen ja schließlich
das Pflanzenwachstum kennenlernen, sollen kennenlernen, wo ihr Gemüse herkommt, das, was auf dem Teller landet, dass das nicht nur im Supermarkt wächst, sondern unter Umständen vom Feld, hier aus dem Hochbeet, im eigenen Garten angebaut werden kann. Das alles fließt in das Konzept der Naturkita mit ein, was ich natürlich super finde und das auch ganz gerne mit einer Gruppe Eltern unterstütze. So haben wir dann jetzt zum Teil in Gemeinschaftsarbeit diese Hochbeete vorbereitet und letzten Endes aufgebaut. Unsere Hochbeete sind nun fertiggestellt. Wir haben diese noch mit einem kleinen Ablagerahmen ausgestattet. Wir haben hierzu altes Langpalettenholz verwendet, haben diese auf Gärung gesägt, rund um den Rahmen angebracht und haben nun ein einigermaßen schönes Gesamtbild und können auch mal einen Topf, eine Schaufel oder irgendwas anderes am Rand ablegen. Um das Ganze etwas haltbarer zu gestalten und gegen den direkten Erdkontakt zu schützen, haben wir die Hochbeetrahmen auf einen Rahmen aus Pflasterstein gestellt. Hierfür haben wir so ganz normale, gebrauchte Pflastersteine verwendet. Die haben wir sogar geschenkt bekommen. Es kam uns wie gerufen und es hat genau gereicht, um für alle vier Hochbeete einen sauberen Rahmen auszulegen auf dem etwas eingeebneten Boden, so damit die Beete ordentlich gegen Erde geschützt auf dem Boden stehen können. Um die Wände der Hochbeetrahmen ordentlich zu schützen, gegen das Erdreich und gegen die Nässe durchs Gießen und so weiter, haben wir sogenannte Noppenfolie verwendet. Das hier ist ein kleines Reststück, das möchte ich euch noch gerade zeigen, wie ihr die Bahn ordentlich anbringt, dass es auch einen Sinn ergibt. Ja, ich weiß, die Diskussionen Noppenbahnen sind groß im Internet. Ja, viele sagen mit der glatten Seite zur Wand, viele sagen mit der Noppen zur Wand. Ich empfehle euch ganz klar die Variante, die Noppen zur Wand anzulegen und anzubringen, damit die Feuchtigkeit, die sich eventuell dazwischen befindet, leicht durch die Luftzirkulation abtrocknen kann und somit das Holz vor Schimmelbildung und einsetzender Fäulnis etwas zu schützen. Wer plastikfrei gärtnern will, der kann natürlich auch auf die Noppenbahn verzichten und muss halt lediglich damit rechnen, dass sein Hochbeet vielleicht nicht ganz so lange hält. Aber ich denke mal, bei der Stärke von 4 cm dürften da 3 bis 4 Jahre locker drin sein. Aber auch wenn hier ein Pilz ins Holz geht, dann geht es relativ schnell. Also ich habe bei mir zu Hause im Garten Hochbeetrahmen stehen gehabt, vielleicht für knapp 2 Jahre. Da ist ein Pilz reingegangen und hat mehr oder weniger das ganze Holz schwammig aufgelöst, kann man fast sagen. Also man kann es ohne Probleme mit dem Fingernagel auseinandernehmen. Dieses Holz solltet ihr dann auch entsprechend entsorgen. Als nächstes kommt nun die Füllung. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Das gibt wieder einen gesonderten Einsatz für die Mamis und Papis. Also, freut euch drauf, wie es weitergeht. Wenn euch das kleine Video und der kleine Einblick hier gefallen hat, unterstützt uns doch gerne mit einem Daumen. Schreibt einen kleinen Kommentar, übt konstruktive Kritik. Vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, tschüss. Während der Filmaufnahmen hatten wir ein Auf und Ab der Temperaturen, mal mit Sonnenschein, warm im T-Shirt und dann wieder bis knapp 0 Grad war alles dabei. Wenn euch dieser kleine Einblick hier gefallen hat, oh, Gänse im Tiefflug, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Ich freue mich natürlich auch über ein Abo und ich bin froh, dass mir jetzt niemand auf den Kopf gekackt hat hier.